möchten wir Ihnen einen Überblick geben über das Leistungsangebot des Familienzentrums und des Regionalteams der Volkssolidarität Westerzgebirge. Schwarzenberg. Das Familienzentrum der Volkssolidarität Westerzgebirge e.V. bietet Begegnungs-, Bildungs- und Beratungsmöglichkeiten für Familien in allen Lebenslagen. Dabei werden die pädagogischen Fachkräfte tatkräftig von ehrenamtlichen MitarbeiterInnen unterstützt. Jeden Dienstag und Mittwoch zwischen 9 und 11 Uhr können sich interessierte TeilnehmerInnen zur Eltern-Kind-Gruppe treffen. Egal ob mit oder ohne Kind, Schwangere, mit dem Partner, der besten Freundin oder der lieben Oma. Alle sind herzlich willkommen. Eine Anmeldung im Vorfeld ist wünschenswert. Nach einem gemeinsamen Frühstück findet neben Kreativangeboten für Groß und Klein ein allgemeiner Austausch über Entwicklungs- und Erziehungsfragen oder die Gestaltung des Familienalltages statt. Gezielte Förderangebote gehören genauso zum Angebotsspektrum wie kleine kreative Auszeiten für die Eltern. Hauptaugenmerk liegt auf der Stärkung der Familie in ihrer Funktion als Erziehungsinstanz. Kommen wir nun zu den Angeboten des Regionalteams. Wir sind als Regionalteam für Familien unterwegs. In Eibenstock bieten wir jeden Donnerstag zwischen 9 und 11 Uhr im Vereinshaus in der Karlsbader Straße 14 die Eltern-Kind-Gruppe und zusätzlich jeden ersten Montag eines Monats zwischen 15 und 16.30 Uhr das Eltern-Kind-Café in der Kita Spatzenhaus an. In Raschau findet freitags zwischen 9 und 11 Uhr in den Räumen der Begegnungsstätte in der Dr. Otto Nuschke Straße 24 die Eltern-Kind-Gruppe und jeden zweiten Montag eines Monats zwischen 15.30 Uhr und 17 Uhr im Kinderrestaurant der Kita Weltentdecker das Eltern-Kind-Café statt. In der Begegnungsstätte der Volkssolidarität in Antonstal können interessierte TeilnehmerInnen immer am letzten Montag eines Monats zwischen 15.30 Uhr und 17 Uhr das Eltern-Kind-Café besuchen. Im Fokus des Familienzentrums und Regionalteams der Volkssolidarität Westerzgebirge steht die Beratung. Neben der Arbeit in den Eltern-Kind-Gruppen finden regelmäßig Beratungsmöglichkeiten statt. Gesprächsthema ist neben der allgemeinen sozialen Beratung oft die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Aber auch in Erziehungsfragen, auf der Partnerschaftsebene oder bei Fragen zum Entwicklungsstand der Kinder sind wir für Sie da. Des Weiteren organisieren wir Elternabende für Kindertagesstätten und Grundschulen, Weiterbildungen für Eltern, wie zum Beispiel Erste Hilfe am Kind, Feste wie das Familienfest, Ausfahrten in den Zoo Leipzig und vieles mehr. Bei Bedarf besteht die Möglichkeit, an einem Elternkurs teilzunehmen. Anfragen können jederzeit gerne bei uns gestellt werden. Wenn sich genügend Teilnehmer zusammenfinden, wird der Kurs mit maximal 8 Themenschwerpunkten immer montags in der Zeit von 9 bis 11 Uhr stattfinden. Individuelle Absprachen zur Teilnahme sind selbstverständlich möglich und die Betreuung der Kinder kann bei Bedarf für den Kurszeitraum angeboten werden. Ein weiteres Angebot der Volkssolidarität Westerzgebirge ist die Vermittlung von Familienpaten im Raum Schwarzenberg. FamilienpatInnen sind ein wichtiger Teil des präventiven Hilfesystems im Erzgebirgskreis und leisten so einen wichtigen Beitrag zur Förderung der Erziehung in der Familie. FamilienpatInnen sind ehrenamtlich engagierte BürgerInnen, die werdende Mütter, Väter und Familien mit Kindern bis 3 Jahren begleiten. Durch ihre Präsenz in den Familien unterstützen und entlasten sie zu Hause und im Alltag. Auch die Begleitung zu Arzt- oder Behördentermin ist möglich. Bei der Freizeitgestaltung orientieren sich die FamilienpatInnen an den individuellen Bedürfnissen der Kinder und bringen so Spiel, Spaß und Entspannung in die Familie. Unsere Koordinatorin ist unter 03-774-17-6723 für interessierte BürgerInnen und Familien erreichbar und hilft gern weiter. Und nun ein Sonderbericht zur Ausnahmesituation in der Corona-Pandemie. Auch während der Corona-Pandemie waren bzw. sind wir für die Familien da. Neben allgemeinen Informationen zur Volkssolidarität Westerzgebirge e.V. und zum Familienzentrum findet man auf unserer Internetseite unter der Rubrik Bildung erleben interessante, kleine und größere Projekte, die man gemeinsam mit Kindern umsetzen kann. So werden Kinder auf spielerische Art und Weise gezielt in ihrer Entwicklung gefördert. Über das Portal YouTube besteht die Möglichkeit, Videos anzusehen, in denen wir verschiedene Angebote gezielt erklären oder einfache familientaugliche Rezepte vorstellen. Natürlich standen wir in dieser für alle sehr schwierigen Zeit für Beratungsmöglichkeiten zur Verfügung. Ob telefonisch, per Videokonferenz oder unter Einhaltung des Infektionsschutzgesetzes in einem 1:1 Gespräch. Neben diesen Leistungen bietet Ihnen die Volkssolidarität Westerzgebirge für Familien unter anderem einen Betreuungsplatz in 11 Kindertageseinrichtungen und
Trocken, eine Frühförderstelle mit Logopädie und Ergotherapie, sozialpädagogische Familienhilfe und Erziehungsbeistand und mit dem sozialpädagogischen Schulprojekt LIFT die Möglichkeit für Schulverweigerer in die Regelschule zurückzukehren.